Oh, Victor. So, Peter, heute geht's wieder los. Sind alle Mann vollzählig? Ja, ich freue mich erstmal, dass es wieder losgeht. Drei Wochen Pause gehabt jetzt und ja, ein bisschen erholt. Und jetzt wieder mit neuer Energie in die neue Runde. Heute fehlen noch zwei Spieler, die zum aktuellen Kader gehören. Das ist FC Saidi, der mit Kreuzbandriss in länger Zeit ausfällt. Und Miguel Figueiras, der Probleme im Knie noch hatte, morgen noch eine Untersuchung hat, aber mit dem rechne ich dann wieder Ende der Woche im Training. Sind irgendwelche Testspieler mit dabei, Probespieler? Ja, wir haben heute zwei Gastspieler am Start, die uns die ganze Woche über bis einschließlich Sonntag begleiten werden und werden morgen dann noch vier oder fünf Spieler dazu bekommen, die uns dann im Training bis zum Wochenende begleiten und am Wochenende beim Spielen ja oder dann wieder zum Einsatz kommen. Ja, wie sieht so der Trainingsplan für die nächsten Wochen aus, wenn man so die Schwerpunkte? Gut, die Jungs haben ja schon die letzten 10 Tage schon 4 Läufe absolviert, individuell, um einfach mal die Grundlagen zu legen für das erste Training. Wir werden jetzt die ersten 14 Tage ja damit beschäftigen, dass wir uns der Basis erarbeiten im Fitnessbereich. Das ist ja nichts Neues. Da werden wir einen Fokus drauf legen, werden sicherlich auch kleine Spielformen anbieten, um da uns die nötigen Kräfte zu sammeln für die Runde, die wir brauchen. Und dann eben im zweiten Teil dann mehr ins Taktische reingehen, damit wir bis zum ersten Spieltag dann alle Variationen durchgespielt haben. Der Vorbereitungsplan, steht der soweit oder kann sich da noch was ändern? Der Vorbereitungsplan steht grob. Wir sind aber dabei, noch ein Kurztrainingslager zu planen. Wir haben noch Kontakt mit dem SV Elversberg, der eventuell zum Freundschaftsspiel gegen die Wormatia spielen wird. Wir haben noch diverse Testspielgegner, die uns noch zusagen müssen. Also wir werden noch den Plan etwas aufblähen. Dann wünsche ich dir und der Mannschaft viel Erfolg in den nächsten Wochen und hoffe auf eine erfolgreiche Saison. Danke. Lukas, Lösung! Ja, ja, komm! Lukas, komm! Gut, Freunde! Ja, gut, bleib! Ja, Spiel! Ja, klar! Okay, Jungs!